Ja, also herzlich willkommen zurück zu Pokémon X. Wir hatten beim letzten Mal Romantia City erreicht und ja, wir haben es ein bisschen umgeguckt, aber wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir uns in erster Linie auf die Arena-Leiterin gestürzt mit ihren Feen-Pokémon. Das war in erster Linie dann eine Aufgabe für Schattenmensch, der, ja, er hat es hier backen bekommen am Ende, aber wirklich rund würde ich nicht sagen, ist es nicht gelaufen. Ja, und dann, als wir hier rausspaziert sind, wurden wir gleich von Trovato, Tomato und Sanna Savannah begrüßt, die gesagt haben, dass es hier scheinbar irgendwo, und das sagt mir so überhaupt nichts, eine Pokeballfabrik geben soll. Also, gucken wir uns mal so ein kleines bisschen hier um. Wir hatten ja beim letzten Mal schon mal gelesen, gehabt in der Pokewiki, dass hier nicht mehr allzu viele wirklich interessante Gegenstände gibt, die man noch finden kann. Die Pokebälle aus der Pokeballfabrik werden an alle Pokémon-Supermärkte in Kalos ausgeliefert. Ich meine, dafür wird sie vermutlich, schick, da sein. Mein Pokémon macht große Fortschritte und wird immer stärker. Könnte es vielleicht daran liegen, dass ich jeden Tag mit ihm spiele? Okay, whatever. Ich denke, wir stürzen uns auf das Wesentliche, was vermutlich dann, ja, hier sein sollte. Ich dachte, ja, okay. Als wir das Kalos-Kraftwerk erreicht hatten, mal zugeben, ist es immer noch eine wichtige Anlage und man könnte sagen, das hier ist auch wieder eine wichtige Anlage, aber nachdem ich jetzt Team Flair im Kraftwerk angetroffen habe, riecht es schon so danach, dass das hier auch auftauchen. Jetzt haben wir den Salat. Er will uns einfach nicht in die Pokéballfabrik lassen. Er will uns den Zutritt verwehren. Nichts da. Lass mich doch auch mal mit ihm reden. Na, wo kommt ihr denn her? Hallo, was geht denn hier? Sind das nicht gerade Sanna Banana? Okay, ich dachte Savanna. Und Trovato Tomato vorbeigedüst? Wir sollten uns doch hier treffen, oder? Ich werde hier nicht darüber informiert, ey. Ich frage mich, was da vor sich geht. Aha, Herr Team Flair war ja fing klar. Was ist denn hier los? Nun, ich würde den jetzt auch mal hinterherrennen. Im Flair? Hier? Da drinnen geht irgendwas vor sich. Lass uns mal nachschauen, solange der Typ da weg ist. Wir? Laura? Okay, Wir haben Labyrinthe. Also was, ich will hier gleich erstmal die Fight. Zweite Taste drücken. Aha, hier sind also schon wieder irgendwelche Sachen versteckt. Okay, dann gucken wir doch mal. Okay, immer noch eine bessere Version. Ich glaube, wir hatten in der Stadt selber einen Äther schon gefunden gehabt. War ja klar. Wo es danach aussieht, das sollte hier eigentlich bei Weitem mehr sein. Weiß nicht, ich guck mal hier hinten lang. Nope. Kann es sein, dass wir angeblich so viele Sachen ausschlagen? Okay. Hatte mich jetzt schon so ein bisschen gewundert. Dann hier gleich am Eingang. Ja. Oh, wow. Pokéball, der Pokéball-Probeg. Ja, okay. Das soll mir recht sein, obwohl ich ganz ehrlich bin. Pokébälle so mittlerweile. Doch eher etwas merkwürdig. Gerade weil man definitiv schon Hyperbälle kaufen kann. Das ist ordentlich, gerade nachdem wir beim letzten Mal ja schon einen benötigt hatten. Hier wieder kostenlos eins zu bekommen. Ja, Top-Beleber. Haben einige Top-Genese. Also man bekommt schon relativ gute Items hier. Zwar nicht immer, aber gelegentlich ist schon gar nicht verkehrt. So, hier hinten noch irgendwas? No. Ist das hier gleich am Eingang? Auf den ersten Blick sieht das nämlich nicht sehr einladend aus. Ja, doch. Okay. Team Flair. Das heißt also, wir drücken erstmal wieder alle falschen Tasten, richtig? Wir gehen einmal ganz kurz hier rüber. Achso, der untere Screen ist richtig hier. Und ich denke, wir wechseln einfach wieder ganz simpel auf die Cutter und lassen sie einfach mal wieder machen.
Denn nicht so, als könnten sie die ernsthaft aufhalten. Ja, also, Team Flair hat schon ihre eigene Musik. Ich dachte wirklich, das wäre die Team Flair Musik, aber nee, die hatten wir dann, glaube ich, nur bei dem Gang zu dem Kraftwerk. Also, ja, da lag ich dann doch falsch. Ist dieser Schwachkopf nicht mal in der Lage, da draußen vernünftig wachzuschieben? Bedauere, aber eine Besichtigung ist derzeit nicht möglich. Wenn ich deinen roten Anzug so betrachte, dürfte du sowohl ein Team, Mitglied von Team Flair sein. Zahlen dir die Deppen in eurem Karnevalsverein denn so wenig, dass du einen Nebenjob brauchst? Wie kannst du es machen, dich über Team Flair lustig zu machen? Los, Magnaien, zeig diesen Spaßvögeln, was eine Harke ist. Ich erledige das, geh du schon mal vor. Also, sie... Ach du Heilige, was ist hier los? Okay, wir kämpfen aber mal gegen den Kollegen, der hier oben wartet, of course. Ich bin noch ein namenloser Rüpel von Team Flair, der sich erst seinen Namen oder erst einen Namen machen muss. Oh, whatever. Das wird jetzt nicht gegen mich passieren. Oh. Haben die gelernt? Haben die realisiert, dass ich hier mit Kata alles theorisiere? Denn das ist... Es erschaudert. Es ist... Gift. Achso, beim letzten Mal haben wir auch einfach mit Schaufel gearbeitet, richtig. Uh-oh. Achso, das war Schlammbombe, nicht Gift oder wie auch immer die Bombe hieß. Für Giftattacken. Also auf jeden Fall Giftkampf. Das ist also vierfach anfällig gegen Psycho. Das ist vor allem schneller. Also, das ist schon durchaus beeindruckend. Dass Schaufler da so gut reinhaut. Tiefschlag, wie sieht's aus? Naja. Also schneller in der Hinsicht als Ruckzuckhieb. Also, Ruckzuckhieb ist so eine Attacke, die darf man nicht zu 100% unterschätzen. Gerade in solchen Situationen ist es sehr schick, da sich ein bisschen AP sparen zu können. Okay, leider auch nur wieder nur eins. Ich bin noch ein namenloser Rübe von Team Flair und hab verloren. Yes, you did. Komme ich an dir vorbei? Okay, also das ist wieder mal Absicht. Mehr oder weniger genau wie beim letzten Mal. Okay, ich kann mich hier gar nicht bewegen. Alles klar. Wenn ich mit euch fertig bin, werden eure Tränen hinabkullern wie Pokebälle vom Fließband. Okay, also erst habt ihr Strom geklaut, jetzt klaut ihr Pokebälle? Hä? Ich meine, die sind jetzt nicht so teuer, also einfach ein bisschen mit O-Kraft arbeiten und dem Münzamuletten, dann kann man sich eigentlich schon relativ viele von denen leisten. Ich frage, wie viel ich aktuell theoretisch leisten könnte. Zugegeben, ich nutze auch das Münzamulett jetzt nicht mehr so sehr, aber wir werden jetzt so ein paar Items haben, die mir dann noch ein bisschen mehr helfen. Ja, sehr gut. Ich gehe mal von aus, ja genau, weil die Story erst nach dem Arenaleiter kam. Oh, Golbat. Okay, dann müsste das eigentlich wieder meine Situation theoretisch für Weißbrot auch möglich mit Katapult, aber ich will eigentlich dir mal so ein bisschen weiter die Chance geben. Du brauchst nämlich noch ein paar Level bis zur Weiterentwicklung. Das wäre schon ganz schick, wenn wir das mal irgendwann erreichen würden. Schnitt müsste dir doch egal sein, oder du bist ein Steins-Pokémon. Yes. Oh boy, hier sitzen wir bis übermorgen. Okay. Wo kriegst du ein bisschen extra XP, weil ich dich eingewechselt habe für eine Attacke? Den Rest machst du mal bitte du. Achtung, Zunge weg. Okay, das war ein Feuertreffer. Das ist nicht ideal, aber... Das kriegst du doch mit Katapult hin, oder? Ja, sehr gut. Ja, tut mir für das Balgoran so ein bisschen leid, denn ich finde, es ist ein sehr cooles Pokémon, aber dadurch, dass es sich immer noch nicht weiterentwickelt hat, es dauert halt unendlich lange. Hattest du noch ein weiteres? No. Oh, du treues Förderband, bevor du mich in ein Land ohne Leid. Welt sogar. Ja, okay, da wird es natürlich klar sein, man stellt sich jetzt hier drauf, um... kann ich hier rüber? No. Drück mal wieder alle falschen Tasten.
Oh, man darf es nicht hier drin benutzen. Okay, dann weiter mit mir. So, dich kann ich vermutlich von hinten anlabern. Ich will mal ganz kurz trotzdem gucken. Ah. Oh, einen Metallmantel. Ich glaube, das Ding hat sogar zwei Nutzen. Wenn man es einem Onyx gibt und tauscht, dann wird es mit der Weiterentwicklung belohnt. Und ich glaube, ansonsten ist es einfach nur mehr Schaden mit Stahlattacken. Was theoretisch natürlich schick gewesen wäre, wenn wir das vor dem Arena-Leiterkampf gehabt hätten. So, ich fordere einfach dich heraus. Ich bin eine Holde Maid aus Kalos und der Weltschmerz sitzt tief. Whatever you're talking. Ja, bisher ist noch nicht so ganz klar, was die Idee von Team Flare ist. Klar, man hat jetzt hier von Flor Delis schon mal so ein bisschen was mitbekommen. Aber... Oh, du müsstest so richtig geschissen haben gegen uns. Aber so richtig klar, was die hier vorhaben, ist nicht so ganz. Ich meine, ein Stichwort hat ja Flor Delis vor zwei, glaube ich, war das jetzt Teilen, ja schon selber angebracht. Dementsprechend, das wurde nicht einfach nur so erwähnt und wieder vergessen. Ja, Überreste sind echt schick, wenn der Gegner gerade vor allem nichts machen kann. Dann kann man hier munter sich nebenbei einfach heilen. Ja, also Kata ist so, oder sagen wir mal, Feen allgemein. Ich gehe mal von aus, einerseits natürlich, weil sie jetzt hier zum ersten Mal eingeführt worden sind, hat man ihnen die Möglichkeit gegeben, so ein bisschen zu brillieren. Aber Feen ist auch mal so ein Titel, weil ich schon so ein Typ. Wo ich nie so richtig weiß, braucht man den? Will man den in seinem Team haben? Also ich würde ihn immer noch ein bisschen weiter hinten einkategorisieren. Oh, Drachenklaue. Das müsste doch besser als Drachenrute sein. 60, 90, beendet Kampf gegen Will. Okay, er wird ausgetauscht. 80, 100. Ja, definitiv. Ist stärker, ist genauer und hat nicht diesen Austauschblödsinn mit dabei, der klar in gewissen Situationen nicht verkehrt ist, so ist nicht, aber gerade wenn man sagt, oh, die Gegner haben unterschiedliche Arten von Pokémon, zum Weltschmerz gesellt sich jetzt noch die demütige Niederlage, was soll ich nur tun? Gerade wenn man hier sagt, okay, ich werde jetzt mit meiner Drachenattacke verprügeln, wenn der Gegner dann auf einmal wegrennt und dann kommt irgendwas raus, was dann gegen mich wieder Vorteile hat, nee, danke. Gerade wenn es nur zum Story-Modus geht, braucht man das nicht. Aber das war halt die einzige Drachenattacke, die er bisher einsetzen konnte. Das sieht natürlich cool aus hier. Auch wenn leicht unorganisiert. Okay, ich frage mich, was nicht. Ich glaube, der wird einfach gar nichts passieren, wenn man hier wieder draufsteigt. Okay. Schön, dass er... Ich meine, ist ja grundlegend eh schon relativ ulkig, dass alle Sachen in Pokebällen sich befinden. Und dementsprechend ein Pokeball in einem Pokeball. Oder auch hier in dem Fall von mir aus ein Timerball. Ist sehr merkwürdig so. Ich gehe mal hier weiter lang, weil wir hier schon sind. What is this? Ah, okay. Sollte es sein, es kann seinen Nutzen haben, sagen wir es mal so, aber ich will trotzdem ganz kurz gucken, was jetzt hier oben noch ist. Oh. Ding dong. Gegner? Die Feuerautomatisierung wurde vorangetrieben, um den Pokémon das Leben zu erleichtern. Da die meisten Leute dadurch jedoch wegrationalisiert wurden, konnte die Fabrik im Handumdrehen besetzt werden. Wenn Team Flare alle Pokébälle stiehlt, können wir mit Pokémon keine Freundschaft mehr schließen. Du wirst schon, dass die nicht unendlich lange theoretisch hier Pokébälle stehen können. Du trägst keinen roten Anzug, also kannst du kein Mitglied von Team Flare sein. Aber wer bist du dann? Eigentlich spielt das gar keine Rolle, solange du Team Flare den Chaos machst. Mit dem Schalter kannst du übrigens die Richtung ändern, in die sich das Fließband bewegt. Ist auch so interessant, wenn man das bisher noch vielleicht nicht angetroffen hat, weiß man nicht, was der da labert. Dein Pokémon-Team und du, ihr solltet euch eine kleine verpauschte Auspause gönnen. Hey, das ist doch sehr, sehr nett. Ich finde ich mal angenehm, wenn man so eine, nenn das mal Dungeons hat. Ich beanstrenge dich und deine Pokémon nicht. Dass man immer irgendwie eine Möglichkeit hat, irgendwie sich hinzulegen oder ähnliches. Ist das hier irgendwas? Nee. Kann ich niemanden oder mich selber drin verstecken? Alright. Ist das hier irgendwas? No. Das führt einfach nur wieder zurück und okay, da steht wieder mal jemand im Weg. Toll. Ball, Ball, Bogerball, Ball, Ball, Hyperball. Aha, Ball, Ball, Ballaballa. Genau. So, irgendwas Interessantes. Oh, dann Schluck weg. Das wäre auch mal wieder ein Gift-Pokémon. Aber das Schöne ist, mal abgesehen davon, dass ich eh jetzt hier 24/7 Cutter einsetze, Cutter wirkt etwas abgelenkt. Okay, kannst du trotzdem Schaufler einsetzen? Thank you. So, Amnesie sollte uns vollkommen bewusst sein.
Wie beim letzten Mal schon. Aha. Okay, und auch hier natürlich Toxin. Da machen wir uns überhaupt keine Sorgen. Gerade vor allem, weil ich ja jetzt weiß, wo ich mich heilen gehen kann. Okay, also sollte klar sein, wir steigen dann wieder auf das Band drauf und dadurch, dass es dann in die andere Richtung fährt, sollten wir dann zu der holden Maid auf der anderen Seite kommen, sollten die Treppe hochgehen können und dann im Rücken von hier dieser Person, die wir gerade bekämpfen, wieder aufploppen. Der Weg sollte eigentlich nicht schwer sein. Sonst noch was? Nope. Oh nein, oh nein, oh nein, ich habe keine Bälle mehr zum Werfen. Es wäre lustig, wenn er sie anfangen würde, einfach leere Pokébälle auf uns zu chuggen. Machen wir mal von hier weiter. Ist ein Ding schneller. Genau. Das. Oh, interessant, wird wieder zurückgesetzt, wenn man hier irgendwas betritt. Gut zu wissen. Meine macht nicht den größten Unterschied. Aber ja, dann sind wir jetzt hier auf der Seite. Ist hier noch irgendwas? No. So, du stehst im Weg, dich haben wir aber schon ausgeschalten. Du standest uns im Weg. Okay. No, ihr seid neu. Los, jetzt zier dich nicht so. Insgeheim willst du doch sicher für Team Flair arbeiten. Wenn du uns zur Hand gehen würdest, müssten wir diese ganzen Pokebälle nicht alleine schleppen. Oder willst du gegen eine Zahlung von 5 Millionen Pokédollar Mitglied unserer... Oder du wirst gegen eine Zahlung von 5 Millionen Pokédollar Mitglied unserer Organisation. So, mit wem geht's eigentlich gar nicht, oder? Was in aller Welt geht in euren Köpfen vor, ihr geistigen Tieflieger? Ich kann doch nicht zulassen, dass sich jemand alle Pokémon unter den Pokébälle unter den Nagel reißt. Ach, vergiss es, mit diesem Tatakreis verschwenden wir bloß unsere kostbare Zeit. Ja, du hast recht. Wenn hier eh keiner zu irgendwas taugt, können wir den Laden auch gleich in die Luft jagen. Ach, die haben alle die dümmsten Gläser an. Sieh an, wen haben wir denn hier? Ein Eindringling. Eindringling? Sagen die Richtigen. Die ungebildeten Gäste seid doch wohl hier. Hey du, ich brauche deine Hilfe. Meine Güte, der klingt jetzt aber relativ verzweifelt. Ach so, das ist er. Mein werter Fabrikleiter. Ja, es tut mir wirklich sehr leid, aber deine Hoffnung werde ich jetzt im Keim ersticken. Okay, wir haben mal wieder jemanden vom Vorstand. Alright. Das würde ich doch mal wieder sagen, ist ein sehr guter Start für uns. Vor allem... Das ist wieder das Lustige. Man sieht klar, Pokémon werden immer stärker, aber nachdem wir immerhin schon auf Level 42er getroffen sind, mit Valeria, der Arenaleiterin, jetzt hier auf 37 zu geben, hier vielfache Anfälligkeit gegen Fee hilft mal so überhaupt nicht, aber trotzdem. Hilft noch weniger, wenn man dann halt noch ein paar Level hinterherhängt. Ein Hundemon. Undicht Feuer, oder? Weißt du was? Ich bin aber trotzdem mal ganz kurz so frei. Einfach mal so ein bisschen Abwechslung zu bringen. Man hätte theoretisch auch das Balgoras arbeiten lassen können, denn Gestein ist stark gegen Feuer. Aber, ich glaube, es steht für Balgoras einfach nicht gut in den Sternen, dass er irgendwann mal eine Weiterentwicklung bekommt. Ich meine, ja, passiv, aber er hängt dann doch super hinterher. Ich vermute mal, er hat auch eine langsamere XP-Kurve. Mhm, sehr schön. Das war's dann auch schon wieder für dich. Oder nö? Nani? Ich gehe mal von aus, das war's aber noch nicht. Wie beim letzten Mal vermutlich. Hey, hey, mach mal langsam. Du musst doch für so einen erbärmlichen Fabrikleiter nicht gleich in die Vollen gehen. Ja, das war ja mein Trauerspiel. Von einem Vorstandsmitglied hätte ich da ein bisschen mehr erwartet. Aber was reg ich mich daraus auf? Jetzt müssen wir eben wie Forscher eben ran. Dann lass uns mal im Kampf 2 gegen 1 so richtig fertig machen. Das erhöht wenigstens unsere Siegeschance. Na, war ja klar. Ich wollte schon sagen, hoffentlich taucht jetzt die nicht auf. Ach ja, tut mir leid, dass ich so spät dran bin. Okay, Moment. Ich habe gegen alle Kollegen von Team Flair hier gekämpft. Während du gegen den einen mit dem Magnaien gekämpft hast? Ist das einfach Verstärkung? Was soll's, ein Rösslöffel mehr oder weniger, das ist doch Jacke wie Hose. Dank unserer Kombos, aha, wird die Wahrscheinlichkeit unseres Sieges sogar exponentiell steigen oder ansteigen. Da braucht wohl jemand Nachhilfe auf dem Gebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie. Seid ihr überhaupt Wissenschaftlerin? Kannst du mir im Kampf gegen diese Knalltüten helfen, Nachbar? Ja, von mir aus. Dann auf ins Gefecht. Oh, da hab ich in der Zwischenzeit ein neues Pokémon gefangen. Wie hieß die beiden? Begonia und wie auch immer. Das ist leider vom Text
Oh, Kleopatra, das können wir platt machen. Zwotense. Okay, ja. Ich gehe mal davon aus, dass du nicht ansatzweise was Neues dabei hast. Okay. Dann hauen wir das Ding so schnell es geht um und dann fangen wir an mit Schaufler. Ich meine, das ist ganz lustig. Mhm, ja, ich muss dir mal ganz kurz hier den Arsch retten, weil das Ding klopft dich gleich zu Boden. Ja, doch, ist Katha so stark, dass sie einfach machen kann, was sie will. Und dann Schaufler. Ja, aber interessant zu beobachten. Ja, okay, das Ding ist einfach Kanonenfutter. Was mehr recht sein soll. Bin mir spannend. Was setzt du als nächstes ein? Ich meine, das ist immerhin eine halbwegs gescheite Richtung. Weil das sollte nicht viel Schaden anrichten. Ja. Ja, und das war es dann auch für dich einfach von dem Levelunterschied, denke ich mal. No, nicht mal. Wow. Aber. Ey, sie hat mal was gebacken bekommen. Hooray. Ach, 47. Wird mal ganz kurz nebenbei gucken, was wird für den nächsten Arena-Leiter benötigt. 48, also du bist da auch schon wieder kurz davor. Kalula? Kaluna, ich habe es wirklich satt. Wir sind einfach so uncool. Das konntest du bei deinem Outfit noch nicht feststellen, okay? Ach, auch eine hohe Wahrscheinlichkeit ist nur eine Wahrscheinlichkeit und somit keine Garantie. Ich habe da nicht mal extra Geld irgendwie investiert oder O-Kraft aktiviert. Na, sowas. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Da sind wir aber mächtig baden gegangen. Genug, das reicht. Wir haben schon die Pokebälle, Superbälle und Hyperbälle eingesackt. Das reicht fürs Erste. Machen wir uns erstmal aus dem Staub. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank. Ich stehe euch tief in eurer Schuld. Trotz eures geringen Alters seid ihr ganz vortreffliche Pokémon-Trainer. Gut, ich will euch als Zeichen meiner Dankbarkeit ein Geschenk machen. Ihr könnt zwischen einem Meisterball und einem Riesennugget wählen. Really? Du darfst zuerst wählen. Ihr habt die Wahl zwischen einem Meisterball und einem Riesennugget. Was passiert, wenn man das Riesennugget wählt? Ich will es gar nicht wissen. Ich will den Meisterball. Hier, bitte sehr. Was ein Riesennugget? Saft. Ach, weißt du was? Ich geb dir einfach... Scheiß auf das Mädchen! Das gilt natürlich auch für dich, okay. Oh, vielen Dank. Geht das auch wirklich in Ordnung? Mein Gefühl sagt mir, dass ihr beide ganz genau wisst, was ihr damit anfangen habt. Ihr seid anders als diese Gauner von Team Flair. Aber übrigens, nicht einmal ich weiß, was man mit einem Riesennugget anstellen soll. Dennoch, dieses verfluchte Team Flair. Was bezwecken sie bloß mit dem Diebstahl all der Pokebälle? Ansonsten das Ding... Hat schon was von einem Yakuza-Office. Ich meine, die sind vermutlich alle so ein bisschen aufgebaut, aber trotzdem. So ein groß angelegter Pokémon-Diebstahl kann nur bedeuten, dass diese Pflege Unmengen an Pokémon anhäufen, weil sie insgeheim irgendeine Intrige aushecken. Der Vorfall neulich im Kraftwerk soll schließlich auch auf das Konto von Team Flair gehen. I know. Pokémon und Strom, hm? Was haben die bloß vor? Gute Frage. I have no idea. So. Ja, wir können jetzt hier einfach zurück. Ich meine, ich kann mal ganz kurz nebenbei wieder gucken. Pokéball-Fabrik. Was haben wir denn hier so Feindes? Feuerheiler, Pokéball, Top-Ether-Hypertrank. Top-Beleb. Achso, ich glaube, das ist alles draußen. Ja, östlich und westlich vom Labyrinth. Dann haben wir hier irgendwo hinter der Fabrik versteckt ein Finsterball, okay? Hinter dem zweiten Rübe befindet sich ein Flottball. Haben wir den eingesammelt? Wir hatten einen Timerball eingesetzt. Ein Metallmammut. Ist das denn nicht hier irgendwie? Ach so. Moment. Hier? No? I don't know. Auch nicht so wichtig. Wir haben auf jeden Fall, genau, den Metallmantel, Timer, Metallmantel, nicht Mankel, Flottball, Timerball, Riesennugget und Meisterball. Okay. Achso, da sind die Leute schon wieder da. Hey, glaubst du, wir könnten uns jetzt mal ein bisschen umsehen? Wir sind schon durch. Tut mir leid, jetzt ist nicht der richtige Moment. Jetzt ist nicht, das haben wir Team Flair zu verdanken. Im Flair, der Same sagt mir irgendwas. Sind das nicht die Typen von vorhin in den roten Anzügen? Ganz genau, Torvato, Team Flair. Sie haben mit Gewalt alle Pokéball an sich genommen. Ignorieren wir mal die da hinten. Nicht schlimm. Von solchen Leuten sollte man sich vor besser fernhalten.
Recht hast du, Trovato Tomato. Teamflare ist echt übel. Was machen wir denn jetzt? Autokarte ist die nächste Stadt Frescoda. Sollten wir uns auf den Weg dorthin machen? Renantrop, ihr seid wirklich einmalig. Ihr seid um Längen stärker als diese Fieslinge. Übertreibt es aber bitte trotzdem nicht, okay? Bis bald. Vielen Dank. Dank dir sind alle wohl auf. Allerdings kann und darf es nicht Sinn und Zweck meines Abenteuers sein, mich immer auf dich zu verlassen. Also sie hat ein bisschen Ehrgeiz. Das ist nicht verkehrt, so zu beobachten. Okay, dann wissen wir auch schon mal für nächstes Mal. Oh? Dies ist eine Holo-Log-Eilmeldung. Die Geiselnahme in der Pokéball-Fabrik nahe Romantia City konnte unblutig beendet werden. What? Der Vorfall soll keinerlei Auswirkungen auf das laufende Pokéball-Verkaufsgeschäft haben. Das ist eigentlich schon fast schade, wenn man ganz ehrlich ist. Ich denke, die Idee wäre cool gewesen, wenn man auf einmal sagen würde, oh, im Supermarkt, Pokémart, wie auch immer, gibt es auf einmal keine Pokébälle oder nur begrenzte Pokébälle, die man kaufen kann. Klar, man könnte sagen, das ist vielleicht nur für so einen kurzen Zeitraum oder ähnliches. Aber ich denke, das wäre eine interessante Herangehensweise. Diesen roten Anzügen fällt einem das Laufen wirklich schwer. Aha, diese Kinder hole ich nie ein. Darauf wird der Chef aber kaum Rücksicht nehmen, wenn er mich nachher wieder anschimpft. Hat er so viel Zeit, dass er die einzeln ausschimpfen kann? Okay, auf jeden Fall von dem Kollegen soll man dann später auch noch diesen Finsterstein bekommen können. Nur, wie gesagt, noch nicht jetzt. Dafür müssen wir das Spiel erstmal durchspielen. Was gerade halt für Schattenmensch sehr schade ist, weil er diesen Finsterstein nun mal bräuchte. Okay. Damit haben wir, glaube ich, schlichtweg einfach hier diese Station abgeschlossen. Und beim nächsten Mal geht es dann vermutlich über diese Route 15, war das? Dann zur nächsten Stadt. Ja, von dem, was PokéWiki hier ganz schnell mir sagt, die nächste Stadt ist dann im Osten Frescoda. Okay, sweet. Dann würde ich sagen, kommen wir heute mal wieder zum Ende. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Katta hat zugeben hier wieder sehr viel Arbeit übernommen, aber das scheint nun mal Team Flairs Ding zu sein, von Katta auf die Nase zu bekommen. Okay, gut. Bis dann.